jetzt nicht auf. Alter, ich raste gleich aus hier. Gott. Oh. Also heute, also gestern und heute ist irgendwie für ein Eimer. Hallo zusammen. Mit meinem Knöchel. Ich kann euch sagen, ich habe heute ganz viel gelernt. Und zwar hatte ich heute Morgen schon ein komisches Gefühl und habe echt überlegt, soll ich den Walk to Pinnacles machen oder nicht? Und dachte so, ach komm, 2 Stunden, dann bist du sportlich. Und so, macht es auf jeden Fall. Also man sollte immer auf sein Bauchgefühl hören. Und wenn mein Bauchgefühl mir das nächste Mal sagt, so mach das nicht, dann mache ich das nicht. Definitiv nicht. Das Zweite, was ich gelernt habe, ich habe keine Probleme damit, einen Berg hochzulaufen. Zwar manchmal langsamer, aber ich schaffe es auf jeden Fall. Das andere ist, wie man runterkommt. Man kommt immer irgendwie runter. Aber wenn man so mit dem Kopf voran 5 Rocks runterrutscht, ist das nicht mehr so geil. Und das ist richtig scheiße. Definitiv ziehe ich nie wieder Sneakers zum Wandern an. Da sind welche mit Flipflops und mit Sandalenlatschen hochgelaufen. Die haben sich wahrscheinlich nichts getan, nur ich mal wieder. Also bescheuert, wirklich. Aber mache ich nie wieder, nie wieder. Das Dritte, was ich gelernt habe, ich werde immer mein Erste-Hilfe-Kästchen mitnehmen. Ich habe so ein kleines rotes Erste-Hilfe-Kästchen, um eine Bandage zu machen oder um die Wunde zu desinfizieren. Ich habe die jetzt mit Wasser erst desinfiziert und dann im Auto später erst richtig desinfiziert. Das ist jetzt ein richtiges Ei geworden. Ich zeige das später mal. Und das Vierte, was ich gelernt habe, es ist immer gut, sich bei einem Automatikwagen das linke Bein zu verletzen, weil dann kann man mit dem rechten noch fahren. So, das Gute, weil ich bin jetzt irgendwie fast 3 Stunden wieder gefahren, um zum Campplatz zu kommen. Und dann ist es echt gut, wenn man den rechten hat, wo nichts mit ist, weil dann kann man Gas geben und bremsen und kann den linken halt wirklich auf Seite lassen und entlasten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das Fünfte, was ich gelernt habe, es gibt in Australien super, super, super liebe Menschen. Toll, jetzt machen die Holz klein. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm im Hintergrund. Es, super liebe Menschen, ich habe an einem Swimmingpool angehalten in Hawksdale und habe denen halt erzählt, so Leute, ich bin vom Rock runtergefallen, kann ich mal duschen, weil ich auch 5 Tage nicht geduscht habe. Zwar Haare gewaschen, aber nicht wirklich geduscht. Und ich bezahle das auch, gar kein Thema, aber ich wollte halt nur mal unter die Dusche und das sauber machen und mich sauber machen. Und dann meinten die sofort so, nee, geh da rein, kostenlos und du brauchst gar nichts zu bezahlen und mach dich fertig und sowas. Das heißt, ich war jetzt 1/2 Stunde da drin und konnte mich duschen und sauber machen und alles und ich musste nichts dafür bezahlen. Also Hawksdale Swimmingpool, mega, mega geil. Kann ich nur empfehlen, wer da ist und wer sich vorher auf die Schnauze gelegt hat im Nationalpark, fahrt da hin und geht da duschen. Also man fühlt sich danach auf jeden Fall besser. Und das Sechste, was ich gelernt habe auf meiner Reise bisher, es ist wichtig, Erste-Hilfe-Zeug mitzuhaben. Auch wenn ich es jetzt beim Wandern nicht mit dabei hatte, ich hatte es im Auto und hatte so eine Sportbandage mit, die ich um meinen Knöchel machen kann. Und das hat so viel gebracht. Ich lasse da jetzt Luft dran und mache das heute Nacht nicht dran. Ich werde es aber morgen machen. Das Gute ist, dass ich mir den nur verknackst habe, glaube ich. Ich habe den nicht irgendwie, also ich habe den definitiv nicht gebrochen oder... Weiß nicht, wahrscheinlich ist irgendwas gedehnt oder so, keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass das bald wieder gut ist. Es fängt auf jeden Fall an, blau zu werden. passiert halt. So, weil das sagt mir nur noch wieder, geh nicht hiken. Ist nichts für dich. Lass es einfach bleiben. Aber auch, also auch im Nachhinein, ich denke so, boah, ich springe da rum, um diese 10 Sekunden Selbstauslöser zu nutzen und springe auf diesen Rocks da rum, wie blöd. Ich hätte da schon mir was brechen können oder da in die Schlucht fallen können oder whatever. Habe ich auf jeden Fall gelernt. 7. Punkt. Mach den anderen nichts nach. Wenn andere Leute auf diesen Rocks rumspringen und über so Schluchten springen und so, heißt das nicht, dass du das machen musst. Es heißt auch nicht, dass du so sportlich bist, dass du das machen kannst. Es war wirklich nur beim Runtergehen. Aber das war so, ich hatte 2,1 Kilometer zu laufen. Runter und hoch, weil das war abwechselnd bei dem Trail. Und nach 100 Metern habe ich diesen Absturz gemacht. Und das heißt, ich habe mich 2 Kilometer durch die Scheiße gequält. Und das kann ich keinem empfehlen. Also man kommt halt runter, aber ich habe mich auch immer gefragt, was machen die Leute, die sich da ernsthaft verletzen? Die werden dann ja sofort mit Rettungsflugzeug oder keine Ahnung was da runtergeholt.
weil da kann ja sonst keiner hin und dich da abholen. Ja, heute war ein sehr lehrreicher Tag für mich. Und ich werde den abschließen, indem ich mich jetzt gleich nur noch auf diese Luftmatratze schmeiße, meinen Fuß hochlege, schreibe oder whatever, weil ich habe auch keinen Strom mehr und kann meinen Laptop nicht aufladen. Und das war der Tag dann für mich. Das war gelaufen. Und ich hoffe, dass morgen mein Fuß so gut wieder funktioniert, dass ich wenigstens ein bisschen was angucken kann. Weil ich habe auch keinen Bock, da irgendwie jetzt nur noch im Auto zu sitzen und rumzucruisen, weil ich halt nichts mehr machen kann. Aber ich kann von Glück reden, ich hatte einen Schutzengel. Mir ist nicht so Schlimmes passiert, dass ich irgendwas nicht mehr machen kann.